Wunderschönen guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag, Herr Zock, richtig? Ja. Guten Tag. Guten Tag, Herr Koss. Wie geht's Ihnen? Der Experte. Glück. Hallo? Ja, bitte. Ja. Guten. Hallo? Ja, wie kann ich denn helfen? Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben heute wieder drei Telefonate. Drei Telefonate mit, sehr unseriösen Firmen, bei denen ihr definitiv kein Geld investieren solltet. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen drei neuen Anrufen. Schönen guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag, Herr Zock, richtig? Ja. Schönen Apparat zu haben. Mein Name Schön ist Alex. Apparat, ja. Schön Apparat zu haben. Ja, genau. Okay. Sie sind angerufen werden von Blockchain System. Angerufen werden von Blockchain System. Oh, nett. Blockchains.com. Oh. Sie haben eine Transaktion hier bei unserer Seite mit dem Status Invalid, also eine unbestätigte Transaktion. Was von ist Ihren das? Profite, dass Sie erhalten sollten früher, ne, mit Online-Händlern, richtig? Oh, weiß ich nicht. Haben Sie früher mit Online-Händlern zu tun gehabt? Was meinen Sie? Wie meinen Sie das? Haben Sie vielleicht früher irgendwo gemeldet bei Online-Händlern, also Online-Investitionen, da wo Sie Profite erhalten wollten? Was ist damit? Profite, vielleicht Sie wollten einen Gewinn zu machen und Sie haben also keinen Profite bekommen, also von dieses eingezahlt, was Sie gemacht haben früher, ne? Woher wissen Sie das? Das weiß ich, weil ich habe also mit Ihrem Namen eine Wallet-Adresse, wo steht eine unbestätigte Transaktion. Oje, wie heißt denn die Wallet-Adresse? Wie bitte? Wie heißt denn die Wallet-Adresse? Nee, die Wallet-Adresse ist mit dem Status Invalid, also wie gesagt, ne? Was und deswegen das? Steht Ihres E-Mail hier. Ja. Es steht herzog@gmail.com. Ja. Es kann sein, Ihre Broker hat gearbeitet, ne? Ja. Und hat also Profite für Ihnen gemacht, aber Sie haben also gar nichts erhalten, ne? Vielleicht warum? Das war unlizenzierte Firma. Warum? Ja, und deswegen sind blockiert bei Blockchain-System, ne? Aha. Okay. Ja. Und deswegen habe ich Ihnen angerufen, wenn Sie wollen, diese Transaktion freizulassen und Ihre Profite zu erhalten, erstmal müssen wir Ihres Konto verifizieren, also mit einem Dokument von Ihnen, damit wir sicher sind, dass die Profite Ihnen gehört, ne? Ja, aber Sie rufen mich doch schon an, also wissen Sie doch, wem die Profite gehören. Ja, also ich habe Ihnen angerufen, weil ich muss auch sicher sein, weil da geht also auch alles schriftlich geschrieben, ne? Aha. Und deswegen sage ich Ihnen, am besten ist das Konto verifizieren. Vielleicht Sie können mir nur eines, Sie können mir per E-Mail schreiben etwas oder auch per WhatsApp. Senden Sie mir dieses Dokument, ein Führerschein oder Ausweis, damit ich das verifizieren kann und sage ich Ihnen Bescheid. Von wem soll ich denn den Ausweis schicken? Von Ihnen, also. Von mir, aber ich habe doch gar keinen Ausweis. Haben Sie keinen Ausweis? Führerschein haben Sie? Nee. Reisepass? Nein. Dann dürfen Sie nicht von Hause rauszugehen, ne? Weil wenn Sie haben einen Stopp von Polizei, Sie kriegen eine Strafe, ohne Dokumente zu haben mit. Nee. Ja doch? Nee, gibt keine Dokumentenpflicht in Deutschland. Wie leben Sie dann? In meiner Wohnung. Ohne Dokumente. Sind Sie registriert irgendwo in einer, oder? Nee. Das ist nur ein Spaß, also das Sie machen. Für mich ist kein Problem. Ich wollte auch Ihres Antwort hören, vielleicht wenn Sie kein Interesse haben über das. Es wäre auch schneller für mich gehen. Wie wenn wieder? Sie da kostenlos Geld haben, nehme ich das gerne. Mache ich ja hier beim Staat auch immer. Illegale Einwanderer kriegen doch in Deutschland kostenloses Geld. Da gibt es doch Hartz IV gratis. Was benutzen Sie für ein Dokument, bitte? Ja, gar keins. Ich habe mir einfach ausgedacht und dann haben die mich reingelassen. Okay, dann ich werde da diese Transaktion löschen, wenn Sie kein Dokument haben, weil... Aber ich will ja mein Geld. Okay, alles klar. Wann kriege ich denn mein Geld? Wann kommt denn das Geld? Nee, das Geld kommt niemals. Warum nicht? Wie soll kommen? Also Sie sind gar nichts
irgendwo gemeldet, ne? Und was machen Sie dann wie mit dem Sie Geld? Sagen. Wie? Was machen Sie denn mit dem Geld? Mit dem Geld kann ich gar nichts machen. Leider kann ich auch nicht für mich selber ziehen, weil ohne Ihre Erlaubnis geht das nicht. Ich erlaube Ihnen das ja, mir das Geld zu geben. Nein, nein, also deswegen sage ich Ihnen. Was denn? Diese Transaktion, es wird sofort gelöscht von diesem System, ja, weil es wird... Ja, aber wo kommt denn das Geld hin? Irgendwo muss ja das Geld dann hin. Das ist ja nicht weg dann. Das ist ja noch da. Nee, einfach, es wird gelöscht werden, weil da man sind Profite. Man kann aber Geld nicht löschen. Wie? Man kann doch aber Geld nicht löschen. Was passiert denn mit dem Geld? Die Profite werden sofort gelöscht, ne? Von ja, unserer ja Seite. Man kann doch das gar nicht löschen. Wie geht es, das nicht löschen? Ja, man kann doch ja, das Geld löschen. Das geht okay. Doch nicht. Geld löschen geht es nicht. Profite nee. Zu löschen. Einfach dieses Profite einfach freizulassen. Ja, aber geht ja nicht. Geht ja nicht. Nee. Okay, dann mache ich selber, ne? Ich versuche erstmal. Was denn? Lassen Sie meine Arbeit zu machen, bitte. Sie arbeiten? Ja, okay, dann schönen Tag noch. Ich dachte, und Sie betrügen Sie gesund. Die Leute und versuchen die Leute zu verarschen. Ich Leute zu verarschen? Ja, machst du ja. Sie sind selber verarscht. Ja, habe ich, ja. Oh, ist aber schade. Hast du dich verarschen lassen, ja? Wurde der Betrüger also, betrogen? Oh. Es tut mir leid, ich sage Ihnen nichts über eine Institution. Oh, schade. Was? Haben Sie etwas in den Arsch reingesteckt oder was? Oh. Dass Sie meinen, oh. Das hast du aber schön erzählt. Hast du das ganz alleine auswendig gelernt, ja? Ganz alleine? Kannst du das schon, ja? Oh. Grüß Ihre Mutter für mich. Oh. Toll. Mensch, da kannst du ganz alleine sprechen, ja? Und hin, ja? Oh. Grüß deine Mutter. Oh. Mensch. Eieieiei. Also hier haben wir ja wirklich wieder einen ganz speziellen Finanzexperten am Telefon gehabt, der auch wieder seine komischen sexuellen Störungen hatte. Wie irgendwie bei fast allen Betrügern, die wir so an der Leitung haben. Es kommt ja immer wieder vor, dass die Betrüger... Ja, genau so am Telefon artikulieren. Aber naja, was der jetzt hier auch mit dem Personalausweis wollte. Es gibt in Deutschland keine Mitführungspflicht von so einem Personalausweis. Ihr müsst so einen Teil nur irgendwo besitzen, aber nicht dabei haben. Tja, aber das interessiert die Betrüger nicht. Denn die wollen ja letztendlich an eure Daten kommen, um die Daten zu stibitzen. Und was auch immer sie damit tun. Hier haben sie angeblich ja Geld von mir gefunden. Wie auch immer man da Geld irgendwie finden kann. Er wusste ja nicht mal so richtig, welchen Betrag. Ja, und auch nicht von welcher Firma und wie das so genau zustande kommt. Tja, aber so ist das eben, wenn man von einem Betrüger-Callcenter anruft. Dann erzählt man euch einfach nur irgendeine fadenscheinige Geschichte, egal, ob die dann zum Schluss irgendwie stimmt oder ob da irgendwas richtig dran ist, das spielt keine Rolle. Hauptsache, der Kunde glaubt's irgendwie und, fühlt sich im Vertrauen von dem Mitarbeiter. Dass das aber alles nichts anderes als Betrug ist, das interessiert dann am Ende wieder keinen. Tja, so wollen die nur auf euren Computer und an eure Kohle kommen. Mehr steckt da auf keinen Fall dahinter. Von daher Vorsicht bei solchen Anrufen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kurt. Wie geht's Ihnen? Der Experte... Glück. Der Expert Broker vom Forbes Trader, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben, ich wollte Ihnen ja helfen. Wie heißt er denn dann, der Forbes Trader, wo Hallo, bitte. Wie heißt er denn? Warum reden Sie ja so? Ich rede doch ganz normal. Ich rede ganz normal, du verfickter Hurensohn. Haben Sie haben eine Anmeldung gemacht. Bisschen, warum schreien Sie so rum? Warum sind Sie so unhöflich? Sie sind bestimmt Betrüger. Sie haben eine Anmeldung gemacht, lieber Herr, okay? Ich bin kein Betrüger. Betrüger. Sind Sie ein Psychopath oder was? Hallo hier. Hallo Betrüger. Hallo Betrüger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was meinen Sie damit? Was ist ein Betrüger? Eine Firma, wo Ihnen... Ich bin ein Betrüger? Aber ein Krimineller. Sag nicht so, ich fick Na deinen doch. Kopf. Genau, deswegen bist du ein Betrüger, weil du eine sehr schmutzige Aussprache hast, sprichst Kakerlakisch, kommst aus irgendeinem Takatuka-Land, wahrscheinlich Indien oder so. Lieber naja. Herr, ich melde, Mongolia gerade, so. Ich melde mich gerade aus Italien. Nee. Wie ne? Nee. Was sehen Sie in Ihren Händen? Mit welcher Nummer rufe ich Ihnen an, wenn Sie sagen, nee. Nicht mit Italien.
Mit welcher Nummer? Du rufst mit einer niederländischen Nummer an. Ja, wissen Sie warum? Ja, weil du mit illegalem Spoofing anrufst. Also mit geklauten Telefonnummern. Nein, doch. Jetzt, bitte. Eine Sekunde. Nein. Eine Sekunde. Lass es mich zum Sprechen, bitte. Nee. Weil wir haben Filiale in Deutschland, Österreich, Nein. Niederlande, du hast Frankreich. Keine Filiale in Deutschland. Wie haben wir keine? Wir haben unsere Filiale in Berlin. Was sagen Sie bitte? Na, du okay, musst doch wo nicht haben lügen. Sie das Anmeldung gemacht? Ja, eine Sekunde. Ein haben Lügner, Sie das Anmeldung in Facebook gemacht oder nein? In Facebook? Ja. Guck mal, du musst ja einen Haareschaden haben, wa? Ah, wie? Ja, weiß ich, dass Sie in Facebook angemeldet sind. Nee. Schauen Sie jetzt, weil unsere Werbung kannst du finden ja in Amazon, Facebook, Instagram. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht bei Amazon, bestimmt nicht bei Facebook und bestimmt auch nicht okay, bei Instagram. Okay, gehen Sie bei Amazon und schauen Sie, da kommen unsere Werbungen, du Kleine. Ja. Ah, der Kleine nein. bist du hier. Du bist ich hier bin, der Kleine und ja, du bist auch unintelligent. Und außerdem, und soll ich dir noch was sagen, du bist ein ja. Sohn einer Freudenhausangestellten. Lieber Herr, jetzt schauen Sie, reden Sie ja ganz... Ich bin nicht mehr aus, um das zu verarbeiten, stimmt's? Da haben wir schon wohl alles abgeschaltet, wa? Und gleich rastet er wohl aus und schreit ein bisschen rum. Wir, so wie die wir, Betrüger das immer machen. Und dann weiß er, was die Eltern alle beruflich machen und dass du pädophil bist und nekrophil, das wissen wir auf jeden Fall. Das wirst du uns ja spätestens gleich zum Ende des Gesprächs noch beraten. Kein Stress, oh Herr. Was soll ich machen, dass ich Ihnen beweisen kann, dass wir keine Betrüger sind? Es gibt keine Beweise, du bist ein Betrüger, bleibst. Sie sind so ein lustiger Mensch, aber Sie wollen mir gerade ja verarschen, oder? Natürlich, deswegen habe ich ja die Anmeldung gemacht, um dich zu verarschen, um irgendjemanden zu verarschen und seine Zeit zu verplempern. Aber funktioniert ja, ihr ruft ja immer wieder an. Und bei euch im System gibt es bestimmt noch heute wieder 1000 neue Anmeldungen, weil ich habe gerade wohl meine Telefonphase. Dann habe ich wohl der Betrüger so ein bisschen. Oh Herr! Ah, das ist der Code, verfickter Hund! Okay, weißt du, redest so viel? Verfickter Hund! Was soll das für eine Unterhaltung, wie Sie reden? Das war, ich hab dich nur nachgemacht, weil deine Sprache ist ganz grausam. Okay, wenn Sie verstehen, meine... Sie können vernünftig Deutsch sprechen. Meine Sprache ist keine richtige Deutsch, ich weiß doch selber das. Wenn Sie haben ein bisschen Gehirn rein in Ihr Kopf, dann merken Sie das sofort. Natürlich, ich bin kein Deutscher, ich... Natürlich, ich bin kein Deutscher, weil ich kann nicht Sie wie eine Kartoffel sein. Weil ich kann hier. Du kleine Bastard! Du kleine Bastard! Ich fick deine Mutter! Ich fick deine Mutter! Weil ich auch so gehirnlos bin und komplett. Hast du deine Mutter gesund oder ist sie alt wie du? Ja, ich glaube, deine Mutter muss ja ein bisschen nah an der Wand gestanden haben, als sie schwanger war. Okay, haben sie eine Schwester? Während der Geburt, wo sie dich ja ausgepresst haben, als sie beim Schaukeln waren. Da bist du dabei schon. Was fickt der Hund? Anders geht's doch gar nicht. Weil dein Gehirn ist ja, weiß ich nicht, unterernährt, so wie du dich benimmst. Wollen sie eine Zahlung oder nein? Na, als bestimmt. Bei dir werde ich ganz viel Geld einzahlen. Richtig toll. Dann lutschen sie meinen Schwanz. Kein Stress. Das ist ja eklig. Du bist ja ungewaschen. Das mache ich ja gerne. Das ist ja auch eklig und ungewaschen bist du auch. Und Mundjuli hast du. Wenn Sie mich sehen, ich würde es Ihnen, dass deine Schwester wird verliebt. Weißt du, warum ich dich auslachen werde? Weil ich der Erste bin, der dem schön voll in die Nüsse tritt. Für das, was du so machst. Weil du bist ja so ein richtiger, abartiger Mensch. Ja, mir ist egal, scheiße, mir egal, du was du bist aber ein abartiger Mensch, du bist, weiß ich nicht, ekelhaft, weil du willst ja die Menschen bescheißen. Du beklaust Menschen ich um mit Geld. Wo ist mein du Fehler hier? Geld. Eine Sekunde. Ich kann dich richtig sprechen, ich bin einfach zu doof dafür. Oh, Hurensohn, eine Sekunde. Hurensohn, ich kann nicht sprechen, ich bin einfach nur minderbemittelt. Ich bleibe jetzt einfach, weil ich dich anrufen und ausrauben will. Da bin ich einfach auch noch so dumm und reinige die alle, damit ich auch keinen Ruf behalte. Und ich bin ja sowieso so eine Kakerlake, dass ich nur Kakerlakes kann. Horror. Ich fick deine Mutter, deine ja, Schwester. Ja, ganz genau. Was anderes fällt dir gar nicht ein, Stress weil dein Gehirn Seite, okay? zu klein ist. Und dann jetzt die Frage, wollen Sie einzahlen oder nicht, du kleiner Bastard? Ich na, bestimmt werde ich bei dir einzahlen, du minderbemittelte Vollbürger. Du bist ein Mann, ich werde deine Schwester. Weißt du, was ich denke? Du wirst als Kind zu oft einem Strohhalm gelutscht haben.
Da haben wir wieder ein Exemplar der ganz besonders freundlichen Sorte am Telefon gehabt. Der hat ja von Anfang an schon keinen Bock mehr auf uns gehabt. Ja klar, habe ich den schon so ein bisschen herausgefordert. Aber unterm Strich, er ruft immer noch von einer angeblichen Tradingbank an. Die wollen euch hier seriöse Finanzgeschäfte verkaufen und benehmen sich dann am Ende so am Telefon. Beleidigungen können die alle irgendwie auswendig. Ich weiß es nicht. Kaum irgendein Wort vernünftiges Deutsch sprechen können, aber im Beleidigen sind sie alle irgendwie gut. Das ist tatsächlich extrem erschreckend. Ich weiß nicht, ob die da eine Schulung für Beleidigungen bekommen, aber tja, einmal haben wir es in einem älteren Video ja tatsächlich auch schon mal gehört, wie man es, da hat der Betrüger ja gesagt, klein Moment, dann hat man es Papier rascheln hören und dann hat er seine Beleidigung von einem Zettel abgelesen. Das muss da tatsächlich zum Standardprogramm der Schulung gehören. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Denn warum sollte man am Telefon so mit seinen Kunden umgehen? Also, selbst wenn es nur potenzielle Kunden sind. Tja, weil es keine Kunden sind bei dieser Firma, sondern einfach alles nur Betrugsopfer. Denn es geht hier nur darum, euch wenigstens 250 Euro aus die Tasche zu ziehen. Und wenn es geht, vielleicht auch 500 oder 1000. Das Schlimme daran ist, dass viele Menschen das gar nicht merken, dem Anschein nach. Denn diese Masche, die rufen ja wirklich zuhauf an. Es wird auch tatsächlich nicht weniger, dass die anrufen. Die terrorisieren den Markt weiter und rufen ohne Anruferlaubnis bei euch an, sobald ihr eure Daten auf einer falschen Webseite platziert habt. Und das Schlimme ist, es ruft ja nicht nur einmal dann jemand an, sondern eure Rufnummer wird bis ins Unermessliche weiterverkauft, sodass ihr die nächsten vielen, vielen Jahre Spaß auf dieser Telefonnummer haben werdet. Es ist tatsächlich so. Mir ist es tatsächlich auch vor ganz vielen Jahren mit meiner privaten Handynummer passiert, dass ich mich auf einer falschen Webseite angemeldet habe. Die Anrufe kommen noch bis heute. Natürlich nicht jeden Tag, da nur ein Eintrag dem Anschein nach damit erfolgt ist. Aber die rufen tatsächlich noch bis heute an. Über viele Jahre hinweg. Immer sporadisch. Und man wird immer wieder an dieses nervige Trading-Geschäft erinnert. Und das Skript ist tatsächlich immer noch das Gleiche. Das hat sich die ganzen Jahre nicht verändert. Hallo? Ja, bitte. Ja. Guten... Hallo? Ja, wie kann ich denn helfen? Spreche ich da mit Herrn Martin? Das ist mein Vorname. Ja, genau. Also, ja. Ich rufe Sie gerade von Bitcoin-System und ich wollte Ihnen ganz kurz ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ja, Amazon und eBay, gebrauchte Sachen verkaufen, das ist Onlinehandel, richtig. Nein, das ist etwas anderes. Nee, Sie sind ja, das ist eine falsche Information. Onlinehandel, es ist etwas anderes eigentlich. Ja. Amazon, was alles, denn, was Sie genannt haben. Gebrauchte Sachen verkaufe. Es geht nicht über gebrauchte Sachen, sondern ja, aber hier das ist Onlinehandel, wenn ich das online mache. Dann handle ich ja mit der Ware. Ja, Sie handeln mit der Ware, aber es ist nicht nur über Onlinehandel. Onlinehandel, aber naja, ein paar Sachen, was Sie sagen, sind ein bisschen falsch. Ich wollte Ihnen das genauer erklären. Na, dann erklären Sie mal. Weil es geht hier nicht um gebrauchte Sachen, das ist etwas anderes. Also ja? Onlinehandel hat zu tun mit verschiedenen Investitionen in der Börse, in der verschiedenen Finanzinstrumente. Nee. Doch, das nennt man doch dann Investition, aber nicht Onlinehandel. Das ist man Investition. Kann man auch nicht Investitionen, aber auch Onlinehandel, was ist das? Das ist eine Sache, die man online macht und das ist halt Handel. Onlinehandel ist, wenn ich bei Amazon etwas im Onlinehandel gekauft habe. Oder auch bei eBay oder Otto oder keine Ahnung, was da so alles gibt, aber das nennt man Onlinehandel. Das, was Sie erklären, ist was anderes. Das ist Finanz. Es kommt drauf, wie Sie es nennen. Also manche nennen das Trading, manchmal Investitionen in der Börse, ja, manchmal genau. Onlinehandel. Ja, Onlinehandel genau. Ist ja falsch. Ja, aber manche Kunden, die sprechen, nennen es Onlinehandel und ich sage ihm es immer als Onlinehandel, weil vielleicht können sie es besser verstehen als Trading oder Investitionen an der Börse. Damit versteht also, man es doch denn falsch, wenn sie das falsche Wort dafür benutzen.
Also, ich will das euch auch erklären, genau. Also, es geht nicht um das Wort, sondern um Informationen darüber zu haben. Ja, aber wenn es darum geht, Informationen darüber zu haben, dann verwirrt man doch nicht mit falschen Wörtern. Also, wie nennen Sie das? Investitionen der Börse? Ja, genau. Okay, dann sehr schön. Ich sage es Investitionen an der Börse. Wissen Sie, was das ist, wie das funktioniert? Haben Sie mal schon investiert? Ja, also so ein bisschen wissen tue ich, wie das funktioniert, ja. Aber investiert habe ich noch nicht. Nee, habe ich noch nicht vor. Okay, dann. Wir machen zurzeit eine Kampagne über Investitionen an der Börse, weil wir haben auch sehr gute Signale in dem Markt gehabt, ne? Also, wir haben... Was ist denn das für eine blödsinnige Aussage? Was hat denn das zu tun mit Signale am Markt? Das ist ja so verwirrend, das passt ja gar nicht zueinander. Doch, denn das hat doch zu tun. Signale in der Markt. Also, das ist ein großes Markt. Aber das also, hat doch da gibt mit einem Angebot Aktien. Zu tun. Mit was hat das zu tun? Ja, die Signale vom Markt sind Hinweise, wie sich der Markt entwickelt. Aber das hat ja nichts mit einem Angebot an sich zu tun. Das ist ja total verwirrend. Werden Sie mich bis zu Ende bitte hören? Dann können Sie es besser auch verstehen, ne? Ja, wenn Sie aber von Anfang an ja schon falschen Satzbau einbauen. Und nein, das ist keine falsche Satz, weil ich sage das nicht nur mit Sie, auch mit anderen Kunden. Ne? Und ach, Sie Gott, sind die Einzigen, die einfach so sprechen. Verbreiten Sie die Fehlinformationen bei anderen Menschen auch noch? Nein, das ist keine falsche Information, weil das ist meine Arbeit. Ich habe Erfahrung in diesem Bereich. Und Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Und Sie geben mir, machen Sie sich, als wären Sie schlau. Was ist das denn? Naja, aber wenn man Ihre Argumentation schon in den ersten Sekunden komplett zerlegen kann, dann hat es was mit schlau zu tun, ja. Also Sie denken, dass Sie schlau sind. Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie mal schon investiert? Nee, gar nicht, ne? Na, woher wollen Sie das denn jetzt so einfach wissen? Also... Sie können ja nicht einfach irgendwas vorausstellen und dann davon ausgehen. Ja, okay, sagen Sie mir und erklären mir das bitte, was Sie wissen, wo Sie gehandelt haben. Nee, das muss ich Ihnen ja nicht erklären. Ja, weil Sie sicher keine Erfahrung haben. Ach so, und das schließen Sie denn daraus gleich? Also völlig die falsche Schlussfolgerung. Wie bitte? Ja, genau. So denke ich auch die ganze Zeit, wenn Sie was sagen. Ich habe Ihnen nicht gehört. Ja, weil Sie es nicht hören wollen. Aber das, was Sie da erzählen, ist ja Quatsch. Das hat und ja nichts mit Investitionen zu tun. Mit was? Dann was hat es zu tun? Ja, das, was Sie da sagen, ist einfach nur verwirrend und hat mit nichts zu tun. Das ist einfach nur verwirrend. Aber nicht. Denken Sie, dass ich das sonst mache? Ja, das ergibt auch wieder keinen Sinn, was Sie da gerade gesagt haben. Das ist ja grammatikalisch total falsch. Das war kein Satz. Okay, ich bin nicht hier, dass Sie mir lernen, wie ich sprechen soll, okay? Naja, aber warum rufen Sie denn in Deutschland an und können aber kein Deutsch? Das ist nicht so Ihr Problem. Ach so, das ist nicht mein Problem, ne? Aber schon, Sie rufen ja auf meiner Leitung an, also wird's ja zu meinem Problem. Sie machen es ja zu... Ja, genau. Die nette Tante hat dann natürlich das Gespräch einfach abgebrochen. War ja nicht anders zu erwarten, da sie hier an der Stelle wohl nicht weiter wusste. Tja... Aber ich finde es schon absolut wahnsinnig. Man kann argumentativ schon direkt von Anfang an das Gespräch aushebeln und die netten Betrüger komplett überfordern, indem man einfach nur das sagt, so wie es wirklich ist. Es ist nichts anderes als Betrug. Tja, und die erzählen einem irgendwas vom Pferd und man soll das dann glauben. Scheißegal, ob es richtig ist oder nicht, die erzählen es einem einfach. Tja, dabei kommt aber ausschließlich nur Quatsch bei raus. Man kann es nicht anders sagen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wer mag, sieht jetzt hier noch die Playlist mit weiterem Angebot auf dem Kanal. Könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.